Patricia Kelly und Mike Let's Dance Duett floppt. Patricia Kelly, 53, und Mike Singers, 22, Performance konnte bei den Zuschauern wohl nicht punkten. Am Freitagabend lief das große Weihnachtsspecial von Let's Dance. Dort traten nicht nur einige Kandidaten aus der vergangenen Staffel auf, sondern auch Stars aus älteren Staffeln. Das Kelly-Family-Mitglied und der ehemalige DSDS-Juror performten auch, jedoch konnte der Auftritt von Patricia und Mike die Fans nicht begeistern. Die Reaktionen auf das Weihnachtsmedley der beiden Musiker fielen eher verhalten aus. Die Twitter-Gemeinde äußerte sich höchst kritisch zu dem Duett, das war gruselig. Das Duo aus der Hölle oder zum Glück hat die Fernbedienung eine Mute-Taste, schrieben die weniger angetanen Zuschauer über die Darbietung bei Let's Dance. Andere Fans kritisierten, dass es zu wenig Abwechslung im TV gebe. Keine Show ohne einen Kelly oder die Zarellas. Die kommen sicher auch noch, oder gibt es eigentlich eine Show, wo kein Kelly ist? Machten die enttäuschten Zuschauer ihrem Frust über die Besetzung Luft.